Hallo und herzlich willkommen in unserer Glücksschmiede. Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ich zu Hause keime. Und zwar, ich habe mir da für euch die Mungbohnen schon herausgesucht. Und zwar sind das die, die mir am meisten schmecken und am einfachsten funktionieren. Sie sind von allen Natura und man bekommt sie überall in einem Drogeriemarkt bzw. Supermarkt. So, was braucht man dazu? Wie gesagt, die Mungbohnen. Ich habe auch ein entsprechendes Keimgerät zu Hause, das ich sehr, sehr gerne verwende. Falls irgendwer so etwas nicht zu Hause hat, würde es auch funktionieren, wenn man ein leeres Marmeladenglas, den Deckel einfach ansticht, damit Luftlöcher entstehen, würde es genauso funktionieren, ein paar Keime zu ziehen. Ja, fangen wir an. Und zwar grundsätzlich funktioniert es so, dass man einfach die gewünschte Menge in ein Wasserbad ca. 12 Stunden einweichen lässt. Danach teilt man es in den Keimapparat auf und dann wartet man einfach 3 bis 4 Tage mit regelmäßigen Spritzen natürlich dazwischen. Man sollte sehen, dass es immer feucht bleibt, aber nicht nass. Nach ca. 3 bis 4 Tagen ist das fertige Ergebnis. Sieht dann ungefähr so aus. Also so sieht es dann im Endeffekt aus. Ja, noch kurz zu der Mengenangabe. Und zwar ein Esslöffel Mungbohnen ergeben ca. 4 bis 5 Esslöffel Sprossen. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr keimt zu Hause auch ein bisschen, denn solche Sachen sind gerade im Winter eine willkommene Abwechslung zu dem sonstigen Gemüse. Ja, ich wünsche euch alles Gute und bis bald. Tschüss, baba.